und willkommen zu meinen Jahresfavoriten mit Mütze. Ich habe erst überlegt, ob ich die Perücke aufsetze, aber irgendwie, wie gesagt, die fängt halt hier an zu drücken und ich bin ja jetzt auch nur zu Hause. Die Perücke ist eigentlich mehr so, wenn ich rausgehe und ja. Vielleicht hänge ich ja am Ende mal einen kleinen Clip an, wo ich die Perücke mal aufsetze, damit ihr das mal sehen könnt, wie das aussieht. Erstmal wollte ich euch jetzt aber auch meine Favoriten zeigen vom Jahr 2017. Pflege- und Jahresfavoriten. Ich habe ein bisschen geguckt, was mir so am besten gefallen hat, was ich immer wieder nachgekauft habe, das ganze Jahr über. Und das wollte ich euch jetzt zeigen. Das erste Produkt kennt ihr schon. Das zeige ich jedes Mal eigentlich in meinen Aufgebraucht-Videos. Und ich kaufe es immer wieder nach. Ich habe diesem Teil sogar ein extra Video gewidmet. Es ist schon eine ganz, ganz, ganz lange Weile her, aber ich kaufe das echt immer wieder nach. Man kann sich damit hervorragend abschminken bzw. das Gesicht waschen. Momentan benutze ich es teilweise in Kombination mit diesem Produkt hier, was ebenfalls ein Favorit ist. Das ist jetzt, glaube ich, meine zweite oder meine dritte Flasche. Und zwar das Body Shop Silky Cleansing Oil mit Kamille. Wie ihr seht, ist das noch ungefähr halb voll, naja, ein bisschen mehr als halb voll. Also ich benutze dann immer zuerst das und ich gehe damit sogar über die Augen. Also ich kriege damit alles wunderbar ab. Das Einzige, was an dem hier wirklich nervt, ist halt dieser Pump-Mechanismus. Ich weiß nicht, ob man das hier oben sehen kann, da sifft das schon wieder raus. Ich muss auch zugeben, ich habe mir jetzt, als Black Friday war, auf Empfehlung von einer Abonnentin mal hiervon die feste Variante gekauft, also die Butter. Und wenn das leer ist, dann werde ich damit anfangen. Ich habe es halt nur am Black Friday gekauft, weil es 40% günstiger war. Und irgendwann wird das ja leer sein. Dann dachte ich, dann kaufe ich lieber am Black Friday für 40% günstiger, als wenn ich das dann zum normalen Preis kaufe. Also jetzt habe ich das hier. Wie gesagt, wenn das leer ist, werde ich das andere mal benutzen. Aber ich kann das absolut empfehlen. Ich finde das zum Abschminken wirklich ganz, ganz toll. Und dann halt zum Gesicht reinigen, das hier. Wenn ihr euch nicht so doll schminkt, dann reicht euch sogar das allein. Ich benutze halt die beiden in Kombination. Aber wenn ich zum Beispiel nur ganz, ganz wenig Make-up drauf habe oder morgens beim Duschen habe ich habe eins zusätzlich in meiner Dusche stehen, dann wasche ich mir damit auch eben das Gesicht. Und sind beides absolute Jahresfavoriten. Ebenfalls ein Abschminkprodukt ist das hier, denn das habe ich auch immer wieder nachgekauft. Der Zwei-Phasen-Augen-Make-up-Entferner von Rival de Loup. Und ja, absolutes Top-Produkt. Ich kriege damit auch so die Reste, die da eventuell noch sind. Manchmal ist da wirklich auch nur noch so ein ganz, ganz bisschen. Deswegen, ich kann nicht mal sagen, wie der funktioniert, wenn ich das jetzt da drauf machen würde. Keine Ahnung. Aber für meine Zwecke ist das Zeug ganz, ganz toll und gibt es ganz oft im Angebot für 99 Cent. Und eine Augenpflege, die ich mir nachgekauft habe. Das erste Pöttchen hatte ich gekauft auf Empfehlung von der lieben Claudia. Wir unter uns nennen sie immer die Hilde. Von Hildegard braucht man die Augencreme, die Eye Contour Creme. Da gibt es, glaube ich, noch eine andere von. Aber die hier, die ist ganz toll. Ich benutze sie zwar nur am Abend, weil die etwas reichhaltiger auch ist. Aber ich finde die ganz toll. Und ihr bekommt hier 30 Milliliter. Ja, 30 Milliliter für um die 15 Euro, sage ich jetzt mal, wenn ihr euch überlegt, dass die von Clinique genau andersrum ist vom Preis her. Also da kriegt ihr 15 Milliliter für um die 30 Euro. Probiert die mal aus. Die ist wirklich ganz toll. Man braucht ganz, ganz wenig, weil die ganz, ganz reichhaltig ist und man kann damit sogar abends eine Augenmaske machen. Also wenn ihr ein bisschen mehr auftragt, dann könnt ihr das als Maske benutzen. Gesichtspflegetechnisch habe ich jetzt nicht wirklich die Favoriten, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Also so Tagescreme, Nachtcreme und so weiter. Deswegen seht ihr das jetzt hier nicht. Wir machen mal weiter mit dem Make-up und so weiter. Da habe ich dieses Jahr eine Foundation entdeckt, die ich, glaube ich, sogar noch besser finde als die von L'Oreal. Ich glaube, die von L'Oreal habe ich im letzten Jahr gezeigt. Die Indefectible, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt. Ich habe noch eine angebrochen hier, aber nachkaufen würde ich wahrscheinlich eher diese hier. Und zwar die Maybelline Fit Me, die ist sogar auch günstiger. Da habe ich einmal die 120 und die 128. Heute habe ich, glaube ich, die 120 drauf gemacht. Und ich finde, die macht ein wirklich schönes Hautbild. Die ist günstig. Die ist in der Tube, was ich ganz toll finde, weil so kriegt man auch die letzten Reste daraus, denn aus diesem Glas Flaschen, wie zum Beispiel bei der L'Oreal, kriegt man halt immer diese letzten Reste nicht raus. Also für mich stimmt hier einfach alles. Preis, Finish,
Verpackung, ich muss niesen. Was ich allerdings immer mache, eigentlich täglich, ist, ich gebe einen einzigen Tropfen von diesem Smashbox Photo Finish Primer Oil da rein. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich die so gut finde. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht mal versucht ohne. Für mich gehört das einfach immer dazu. Ich habe mir bei Amazon diese Petri-Schalen mal bestellt und dann gebe ich das immer da drauf. Ein Tropfen davon, also das hält ewig. Das ist über ein Jahr, habe ich das jetzt schon, anderthalb Jahre, und das ist gerade mal halb leer. Man muss aber auch nicht das nehmen. Man kann jedes beliebige Öl nehmen. Es gibt vom Body Shop dieses Vitamin E Öl. Das kann man da auch reintun. Also es muss nicht das sein, nur irgendein Gesichtsöl. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier, deswegen gebe ich das immer da rein. Dann vermische ich das und dann gebe ich das mit meinem Beauty Blender, der ebenfalls ein Favorit ist, also die drei, auf mein Gesicht. Und ich finde schon, dass mein Make-up, also zumindest immer, wenn ich das so in den Videos sehe, sieht es immer gut aus. Also ich bin auf jeden Fall damit zufrieden, mit dem Finish, mit der Haltbarkeit und so weiter. Ich werde das wohl auch weiter so in der Kombi machen und kaufen. Mal gucken, was 2018 sich so Neues für mich ausdenkt. Aber momentan, also für 2017, für einen großen Teil von 2017, war diese Kombi mein absoluter Favorit. Ich habe ja, glaube ich, letztes Jahr diesen Pinsel hier so gelobt und den habe ich ewig nicht mehr angefasst. Ich finde den zwar immer noch gut, das ist der 102 von Sue Eva Silk Finish für Foundation, aber irgendwann bin ich umgeschwenkt auf den Beauty Blender und seitdem habe ich den nicht mehr angefasst. Concealer technisch, das ganze Jahr benutzt habe ich eigentlich den hier, und zwar den Maybelline Instant Anti-Age Effekt Löscher in der Farbe Light. Mich stört auch dieser Knubs hier oben nicht, den manche Leute so stört. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde die Farbe optimal und liebe den sehr. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist der Preis. Weil es einfach, es ist Maybelline und dafür kostet der schon echt, der liegt bei fast 10 Euro mittlerweile. Ich weiß nicht, ob der schon immer so viel gekostet hat oder ob es mir nur jetzt aufgefallen ist. Aber ich würde den immer wieder nachkaufen. Ich habe jetzt mal den von Catrice mir gekauft. Einfach, weil der halt so viel kostet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den besser. Ich finde den definitiv besser als den von Catrice. Ich finde auch, der Catrice Concealer ist von der Farbe nicht optimal für mich. Und der riecht komisch. Wenn ich dann so anfange, mich zu schminken, ist eigentlich das Erste, was ich immer drauf mache, nach Creme etc., meine Lidschattenbase. Und da habe ich mich total verliebt in 2017 in die Urban Decay Primer Potion in Enigma. Die war limitiert, also die gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Ich hatte mir sogar noch ein paar Backups geholt, weil ich die so toll finde. Die ist ein bisschen wie der Paint Pot im Painterly, aber in Tubenform. Also die ist getönt. Und ich liebe einfach die Konsistenz, ich liebe die Haltbarkeit, ich liebe alles an diesem Zeug und würde sie mir jederzeit nachkaufen. Ich glaube, Urban Decay hat jetzt eine ähnliche, also auch so eine hautfarbene. Wenn meine dann irgendwann mal alle leer sind, ich glaube, ich habe jetzt noch die und dann noch eine, dann werde ich mal schauen, aber bis dahin habe ich ja noch ein bisschen. Man braucht davon jetzt zum Glück nicht so viel und kommt damit sehr, sehr lange hin. Aber absoluter Favorit in 2017 war diese Lidschattenbase. Was ich trotzdem immer benutze, also täglich beim Augen-Make-up, ist eine farbige Base. Trotz der Tatsache, dass die von Urban Decay ja getönt ist, benutze ich trotzdem immer noch eine farbige. Und es sind eigentlich fast immer die beiden. Also eine von diesen beiden ist es fast immer. Ich habe zwar noch andere Farben, aber die müssen irgendwie immer da sein. Ich hoffe, dass Kiko die nie aus dem Sortiment nimmt. Solange nicht, zumindest so lange nicht, wie ich mich schminke. Die habe ich auch schon tausendmal erwähnt, gezeigt und so weiter. Das ist einmal die Nummer 33, das ist die. Und einmal die 39, das ist die. Heute habe ich die 39 benutzt, meine ich. Ich swatche euch die auch gerne nochmal. Die 33 ist mehr so ein mattes Dunkelgrau mit einem ganz, ganz leichten Touch. Lila, aber nur so einen ganz, ganz leichten Mauve. Und die 39 ist einfach braun nebeneinander. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera sieht. Der Unterschied ist nicht riesig. Aber die 39 ist halt mehr braun. Und die ist auch nicht ganz komplett matt, sondern die hat so einen ganz leichten Sheen. Aber wie gesagt,
Eine von den beiden ist es fast immer. Lidschattentechnisch ist es schwierig, denn fast alles, was ich mir in 2017 irgendwie gekauft habe oder benutzt habe, habe ich auch geliebt. Da wäre einmal die MAC-Palette, die ich in Amerika gekauft habe, liebe ich, habe ich heute benutzt für mein Augen-Make-up. Finde ich großartig, will ich nie wieder hergeben. Dann meine zusammengesammelten Make-up-Geek Anastasia und mittlerweile auch vier Colourpop-Lidschatten, die hier drin sind. Große Liebe, will ich nicht mehr hergeben. Ich kann auch nicht sagen, welche davon meine absoluten Top-Favoriten sind. Ich kann höchstens sagen, wenn ich so ganz dolle überlege, hier die untere Reihe, diese matschigen braun-grau-Taupe-Töne. Großartig, will ich nicht mehr hergeben. Großartig, ich weiß, ich wiederhole mich. Dann immer noch die Kat Von D Shade & Light Palette. Mittlerweile ist das mein Augenbrauenton. Also den benutze ich mittlerweile für meine Augenbrauen. Ich weiß, die sind gemicrobladed, aber ich müsste ja eigentlich nochmal zum Auffrischen gehen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das während der Chemotherapie darf. Denn es ist ja eine Verletzung der Haut und das muss ich ja eigentlich vermeiden. Deswegen bin ich da jetzt noch nicht hingegangen. Und ich male halt damit tatsächlich auch noch so ein bisschen meine Augenbrauen nach, beziehungsweise fülle die auf. Und in meinem letzten eingekauft und aussortiert Video schon gezeigt, die Tarte Clay Play Palette. Die ist so wunderschön. Und sie riecht so toll. Dann habe ich ja zum Geburtstag geschenkt bekommen die Naked Basics. Die finde ich auch ganz, ganz toll. Hier besonders auch hier die Brauntöne und hier diese Töne. Wunderschön. Die einzige Palette, auf die ich hätte verzichten können, ist die Violet Voss Mad About You. Die ist zwar schön, aber die hätte ich verzichten können. Also die hätte jetzt nicht sein müssen. Die ist, wie gesagt, schön, aber ich nehme die anderen häufiger. Auch bei meinen Einzellidschatten ist nicht mehr so viel da. Wenn ich hier reingucke, sind hier genau 6 Stück. Und favoritentechnisch davon ist eigentlich immer noch Stony. Den hätte ich heute auch benutzen können, ne? Von MAC, der leider limitiert war. Auch wieder so ein gräuliches Matsch-Tönchen. Und dann habe ich halt noch von Urban Decay. Also die anderen beiden MAC-Lidschatten sind jetzt nicht immer die Favoriten, deswegen zeige ich sie nicht. Dann habe ich von Urban Decay noch Loaded. Das ist aber mehr so, seht ihr, passt zu meinem Bäumchen da hinten. Ein Petrol, ich liebe Petrol, aber der ist mehr so zum Ausgehen, finde ich. Bronzer, also Gesichtspuder habe ich keinen Favoriten, deswegen kann ich da nichts zeigen. Bronzer, ich würde sagen, wenn ich mich für einen Favoriten-Bronzer entscheiden müsste, dann wäre es wohl dieser hier. Der Physicians Formula Butter Bronzer. Ich habe den dunkleren. Der riecht so toll. Da ist schon eine ordentliche Kuhle drin. Bei Melanie hat er sogar schon das Pfännchen erreicht. Ich finde ihn ganz, 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 ganz toll. Ich liebe ihn. Und ich trage ihn am liebsten auf mit diesem Pinsel hier. Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber das ist der zu Eva 105. Das ist der Luxe Highlight. Und irgendwann mal habe ich bei Melissa Alatore, ich weiß immer noch nicht genau, wie man den Namen ausspricht, gesehen, dass sie so einen kleineren Pinsel benutzt hat für ihr Bronzer. Dann habe ich das einfach mal ausprobiert und das funktioniert so gut. Einfach so gut. Und seitdem ist das für mich so eine unschlagbare Kombination. Probiert es einfach mal aus, weil diese großen Bronzerpinsel benutze ich zwar auch manchmal, aber den irgendwie noch lieber. Vielleicht auch deshalb, weil, wie wir festgestellt haben, habe ich nicht so einen besonders großen Kopf. Das sagte zumindest meine Mutter, als sie gesehen hat, wie meine Haare fielen. Du hast ja einen kleinen Kopf. Ich mische meine Flops einfach mal so zwischendurch immer mit rein, würde ich sagen. Ich habe auch nicht mehr so viele, denn wenn ich einen Flop habe, dann versuche ich eigentlich immer, die Sachen nicht hier zu bunkern, denn was bringt mir das, wenn ich hier Sachen liegen habe, die ich nicht mag und die ich dann vielleicht angucke und denke so, boah, du Arsch. Aber einen habe ich hier noch, weil das habe ich noch nicht so lange und das fiel mir jetzt gerade ein zum Thema Gesichtspuder. Habe ich mir gekauft auf Empfehlung von Kathleen Lights. Habe ich auch schon gezeigt in meinem Eingekauft und Aussortiert Video. Das Wet n Wild
Photo Focus Pressed Powder in Neutral Beige. Ich mag es nicht. Ich finde, ich kriege nichts auf meinen Pinsel. Und ich habe es mit mehreren Pinseln versucht. Und habe es mit Abkratzen der obersten Schicht versucht. Und es funktioniert einfach nicht. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also falls irgendjemand von euch das ganz, ganz toll findet und mir die Farbe abkaufen möchte, bitte sagt mir Bescheid. Aber ich komme damit einfach nicht klar. Das ist für mich ein Flop. Kommen wir mal zu Highlightern. Da konnte ich mich jetzt auch nicht so wirklich entscheiden. Es gibt so drei, zu denen ich immer wieder greife. Ich habe, glaube ich, insgesamt 5, wenn man das hier als einen zählt. Was ich aber tue, denn ich fange mal einfach damit an. Ich mische immer die beiden hier. Immer. Also ich trage nie entweder den oder den, sondern ich mische immer die beiden hier. Habe ich heute auch gemacht, habe ich als Highlighter drauf. Und greife ich immer wieder gerne zu, wenn ich nicht so einen Boom-Highlighter haben möchte. Möchte ich eigentlich nie, aber der ist halt sehr, sehr dezent. Immer wenn ich arbeiten gegangen bin, habe ich eigentlich ziemlich häufig den genommen. Ich glaube, diese Palette gibt es gar nicht mehr, oder? Aber die bringen halt jedes Jahr irgendwie sowas raus. Dann habe ich noch einen limitierten, und zwar von MAC by Candlelight. Den habe ich schon so lange, so lange und ich liebe ihn immer noch. Ich bin so froh, dass ich den damals gekauft habe. Ich hatte so eine kleine Phase, wo ich den nicht so gerne mochte, weil der doch ein bisschen glitzerig ist, ne? Manchmal ist der so ein bisschen glitzerig, aber wenn man den Pinsel so ein bisschen abklopft, dann geht's. Und der ist einfach schön und ich bin froh, dass ich ihn habe und es tut mir leid, dass er limitiert ist und ich euch davon vorschwärmen muss. Aber ich finde ihn toll. Und den letzten habe ich euch auch schon öfter gezeigt. Ich glaube, den gibt es immer. Ich glaube, der ist Standardsortiment von Laura Mercier. Der Matte Radiance Baked Powder in Highlight 01. Wunderschön. Der von MAC ist ein bisschen mehr Rosé, Aprikot, Peachy, würde ich sagen. Und der ist halt mehr Peachy, Golden. Ich halte die einfach mal nebeneinander. Wa? Ich hoffe, man sieht den Unterschied dann überhaupt. Ja, sieht man eigentlich ganz gut, oder? Ist halt immer je nachdem, was ich für ein Augen-Make-up trage, dass ich dann entweder den oder halt den von Hourglass oder einen von den anderen beiden, die ich habe. Aber so, wenn ich zwischen drei, ne, seht ihr ja. What? Es kommt davon, wenn man irgendwie wochenlang zu Hause herumhängt, weil man krank ist, dann verlernt man das Sprechen irgendwann. Die Rouge-Frage ist eine sehr schwierige Frage. Das sind meine Blushes, die ich noch besitze. Ich habe ja ordentlich aussortiert auch. Das sind die, die ich noch habe und eigentlich mag ich die auch alle. Es gibt welche, die mag ich mehr, es gibt welche, die mag ich weniger. Blushes, die ich sehr, sehr häufig trage, sind die von Tarte. Ich hätte auch gerne noch mehr, aber komm da mal dran. Heute zum Beispiel trage ich mal wieder Exposed. Ja, ist auch schon eine ordentliche Kugel drin. Würde ich, finde ich gut. Also die von Tarte mag ich sehr und das sind halt so die natürlicheren Töne. Welche ich ganz gerne hernehme, wenn ich nicht so viel Zeit habe und sage, okay, dann verzichte ich halt auf einen Highlighter. Zum Beispiel Ring of Saturn. Der war, glaube ich, auch limitiert, weil der hat schon so einen gewissen Glow mit drin und dann brauche ich keinen Highlighter tragen. Oder, und den gibt es auch noch, der wurde allerdings, glaube ich, überarbeitet und ist jetzt nicht mehr ganz so schön. Ich habe noch die alte Version, und zwar Warm Soul. Habe ich damals geschenkt bekommen. Und der ist auch schön. Der ist auch sehr, 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 sehr schön. Und das ist auch so einer, wo ich dann auf den Highlighter verzichten kann. Ebenfalls leider limitiert war The Perfect Cheek. Wunderschön. Aber ich zeige die nur ganz kurz, weil die halt limitiert und so. Einer, auf den ich, glaube ich, verzichten könnte, ist Bad Girl Gone Good aus der Rihanna LE. Ich habe auch schon hin und wieder mal überlegt, ob ich den nicht doch wieder verkaufe. Ein weiterer Favorit ist der hier aus der Archie's Girls, glaube ich, LA Cream Soda und Satin. Wunderschöne Farbe, wunderschön, aber auch mehr im Sommer getragen. Ebenfalls ein Favorit, ich finde, das sollte man nicht unerwähnt lassen, Brush Guards. Ich kann meine Pinsel nicht mehr ohne Brush Guards waschen. Die kriegen nie wieder diese schöne Form, also egal welchen Pinsel ich wasche. Es gibt so einige Ausnahmen, aber wenn ich Pinsel wasche, müssen meistens Brushguards drüber. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Shop ich die hatte. Die gab es ja mal bei Cosmetic Cosmo. Und sonst müsst ihr einfach mal googeln, wenn ihr die haben wollt. Es gab die kürzlich mal irgendwo in einem englischen Shop, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ansonsten einfach mal Brushguards.
bei Google eingeben, auf Shopping gehen und dann wird euch das angezeigt. Ich kann nicht mehr ohne. Ich habe das auch schon auf Instagram erzählt. Ich hatte da mal einen Post gemacht. Ich habe auch zu Eva schon vorgeschlagen, dass die solche Dinger rausbringen, aber die haben leider nicht auf meinen Post reagiert, obwohl ich die extra so verlinkt hatte und gesagt hatte, hey, wie wäre es denn, wenn ihr Brushguards rausbringt? Das wäre doch Boom, oder? Mascara hätte ich fast vergessen. Einen Großteil des Jahres war bzw. ist ja auch die L'Oreal Voluminous ein großer Favorit von mir. Ich habe auch noch eine hier. Ich weiß allerdings momentan nicht, ob ich sie nachkaufen würde. Denn es gibt so zwei, die ich doch noch so einen Hauch besser finde. Ein Hauch. Denn die funktioniert für mich eigentlich immer nur in Kombination mit einer anderen. Dann kam irgendwann mal die Paradise Ecstatic raus. Und wenn ich die trage, dann reicht es mir auch, wenn ich nur die trage. Allerdings stört mich ein bisschen der Preis. Die ist ja fast doppelt so teuer wie die. Und die Bürste müsste meiner Meinung nach ein Hauch schmaler sein. Denn wenn man nicht so lange Wimpern hat, dann wird es mit dieser Bürste, denke ich mal, doch ein bisschen schwierig, dass man sich nicht überall anmalt und gegenmalt und so. Aber die macht schöne Wimpern und sie hält auch meiner Meinung nach den Schwung ein bisschen länger als zum Beispiel die. Außerdem stand irgendwo drauf, dass hier noch irgendwas mit drin ist, um das Wimpernwachstum ein bisschen anzuregen. Ob das jetzt stimmt oder nicht oder ob das überhaupt genug ist oder nicht, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich finde die eigentlich gut, aber der Preis... Dann fing Tati an, ihr kennt sicherlich alle Tati, ist eine amerikanische YouTuberin, fing an von dieser hier zu schwärmen. Und ich habe sie mir dann tatsächlich gekauft. Ich habe sie auch heute drauf. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine falschen Wimpern drauf geklebt heute. Hatte ich jetzt keine Lust zu. Die Essence Volume Stylist Lash Extension Mascara. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen der Paradise Ecstatic und der Essence, würde ich die Essence nehmen, weil die einfach günstiger ist. Die hat ein komplett anderes Bürstchen. Einfach mal komplett anders als die L'Oreal. Das kann man nicht vergleichen. So ein ganz, ganz schmales, dünnes Bürstchen, nur ganz leicht bauchig in der Mitte. Und es ist irgendwie komplett anders, aber trotzdem gut. Und der Preis ist einfach mal bam. Die kostet ja irgendwie unter 3 Euro, 2-3 Euro. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einer neuen Mascara, probiert die einfach mal aus. Pinselfavoriten. Ja, ich habe, glaube ich, im Jahr 2017 definitiv zu Eva gefunden. Ich habe hier mal das En Taupe Set. Das gibt es auch noch, habe ich gesehen. Ich finde die großartig, die zu Eva Pinsel. Ich habe mir, ich weiß gar nicht mehr, ob es in 2017 war oder in 2016 noch, dieses Roségoldene Set bestellt. Ich finde sie toll. Ich finde sie ganz, ganz toll. Und meine ganzen Sigma-Pinsel, ich habe fast alle aussortiert mittlerweile. Ich benutze meine MAC-Pinsel kaum noch. Den 239er, von dem habe ich ja jahrelang geschwärmt. Ich benutze den kaum noch. Eyeliner, ich habe den Eyeliner vergessen. Ich habe in 2017 einen neuen Gel-Eyeliner entdeckt. Und den auch nachgekauft, weil ich den richtig gut finde. Und zwar den von Maybelline. Ich glaube, den hatte ich mal auch bei der lieben Frauke gesehen. Die kennt ihr alle unter Schnuffi Knuffi auf Instagram. Und der vertraue ich. Also Eyeliner kann sie. Und dann habe ich mir den gekauft. Das ist der iStudio Lasting Drama Gel Eyeliner in der Farbe Black. Der trocknet matt und ich mag matt Lippenprodukte. Ich denke, ihr wisst alle, was jetzt kommt. Die Butterglosse. Die Megashine-Glosse mag ich weiterhin, aber die Butterglosse haben die so ein bisschen abgelöst. Vielleicht auch einfach, weil ich die Verpackung so süß finde und die, ich weiß auch nicht, und die so schön riechen. Meine drei Lieblingsfarben sind aktuell und schon seit einer ganzen Weile. Crème Brûlée ist klar, ich weiß nicht, meine wievielte Pulle Crème Brûlée das ist. Dann Tiramisu und Madeleine. Madeleine ist halt ein bisschen mehr bräunlich. Das sind meine drei Farben, die ich immer und immer und immer wieder trage. Ich liebe die und ich hoffe, die werden nicht aus dem Sortiment genommen. Lustigerweise habe ich heute was anderes drauf. Wenn ihr wissen wollt, was, müsst ihr in die Infobox gucken. Aber ich wollte einfach mal was anderes probieren heute. Das war's. Ich denke mal, ich bin durch. Ja, ich bin sowieso durch, ich weiß. Aber so favorittechnisch. Ansonsten seht ihr immer wieder Posts auf Insta oder habt ihr gesehen im vergangenen Jahr von Sachen, die ich mochte. Von Sachen, die ich mag. Ich
Ich möchte mich auch nochmal bei allen meinen Zuschauern bedanken, bei allen meinen Freunden, die mich so unterstützen in der letzten Zeit. Ihr seid auch große Favoriten und ich finde euch großartig und ich danke euch sehr und ich weiß das zu schätzen und ich bin immer wieder gerührt über Nachrichten, über Kommentare, über alles. Und ja, großer, großer, großer Favorit sind halt wirklich meine Freunde, die jetzt für mich da sind. Wie zum Beispiel Henrik oder Nico oder Ela oder Matze. Oder ich habe voll Angst, dass ich jemanden vergesse. Meine Eltern, Melanie, Dani, Claudia. Ihr seid einfach toll. Ihr seid einfach toll. Und wenn ich jemanden vergessen habe, dann schäme ich mich. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund. So, fast vergessen. Ich wollte euch ja noch die Perücke zeigen, für die ich mich jetzt entschieden habe. Es ist diese hier geworden. Ich bin noch nicht ganz so sicher mit dem Aufsetzen und so weiter. Da muss ich noch ein bisschen üben. Aber für die nächsten paar Monate bin ich dann wohl Brünetsch, wenn ich sie trage. Das war übrigens auch die, für die fast alle auf Instagram abgestimmt haben. Die fandet ihr am besten. Und alle blonden Perücken, die ich aufgesetzt habe, waren alle irgendwie komisch. Die wolltet ihr. Nein, ich fand sie auch am besten und Ela fand sie am besten und Nico fand sie am besten und alle fanden sie irgendwie am besten und die sah irgendwie nicht so künstlich aus wie die anderen, komischerweise. Schreibt mir doch mal, wie ihr die findet.